Moin, herzlich willkommen auf der... Aber das kennen Sie ja schon alles. Im letzten Film haben wir über 1224 Pfeifen gesprochen und wie diese funktionieren. Bei der Blockflöte ist es ja so, dass der Luftstrom durch das Mundstück eingeblasen wird. Wie ist es aber bei der Orgel? Die Orgelpfeife kann ja nur einen einzigen Ton erzeugen. Deswegen haben wir auch so viele Pfeifen davon. Und viele Pfeifen brauchen viel Luft. Wo kommt die Luft aber nun her? Wir Orgelmenschen sprechen dabei von Wind. Und dieser Wind wird in diesem Balkhaus erzeugt. Dieses Balkhaus hat keine Fenster, sondern nur Türen, die ich jetzt öffnen werde, damit wir reinschauen können. Scone off. Und ein neues Universum in der Orgelgalaxie tut sich auf. Hier in der Ecke steht eine riesige Kiste und darin befindet sich ein Motor mit Gebläse. Hier wird der Wind erzeugt. Über diesen Windkanal gelangt der Wind in drei Keilbälge. Die Windzufuhr wird über Rollventile geregelt. Sobald die Bälge voll sind, sperren die Ventile die Windzufuhr vom Gebläse ab. Schauen wir mal, was passiert, wenn der Motor eingeschaltet wird. Die Bälge gehen auf und füllen sich mit Wind. Die Rollventile sperren die weitere Zufuhr ab. Die Orgel ist spielbereit. Wenn man nun auf der Orgel spielt, das heißt Wind aus den Bälgen verbraucht, öffnen sich die Rollventile wieder und lassen weiteren Wind in die Bälge strömen. Die Bälge werden benötigt, um den Winddruck konstant zu halten und um ihn zu beruhigen. Der Winddruck an dieser Orgel beträgt zurzeit 72 mm Wassersäule. Das ist eine alte Maßeinheit für den Winddruck aus dem Orgelbau. Das war ja schon einigermaßen spektakulär. 1799 war das aber noch spektakulärer. Damals gab es nämlich noch keine Windmaschine. Der Wind musste per Muskelkraft geschöpft werden. Und das ging so. An einigen Orgeln gab es einen Registerzug, der hieß Kalkantenruf. Wenn man den betätigt hat, ertönte ein kleines Glöckchen und der Kalkant nahm normalerweise seine Arbeit auf. In Ahle hat es so einen Zug niemals gegeben. Dort arbeitete man ein wenig anders. Hierzu habe ich mal eine Anekdote gelesen, die Quelle weiß ich leider nicht mehr, aber so ähnlich könnte es sich damals auch in Ahle zugetragen haben. Hier kommt Johannes Hermanus Gerdes, auch Hannes genannt. Vom Beruf ist Hannes Landarbeiter und sonntags tritt er für Johann Friedrich Nellersen die Bälge. Und Hannes ist eine echte Frohnatur, nur manchmal wird es samstags abends spät und schwupps, schon ist Sonntagmorgen. So kommt es also vor, dass unser Hannes etwas übernächtig zum Kalkantendienst erscheint. Deshalb döst er so ein wenig vor sich hin, bis plötzlich die Predigt zu Ende ist. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Hannes, Wind! Hannes, mag Wind? Du, Hannes, mag Wind? Johannes, Hermanus, Gerdes, Döwe, Wind, mag da mal Wind? Anders schmied ich dich von Örgelböen. Und dann spielte Johann Friedrich Nellersen den Choral, was Gott tut, das ist wohlgetan.
So, nun wissen wir also, woher der Wind weht. Aber wo geht er hin? Der Wind verlässt die Bälge über Windkanäle. Einer führt zum Hauptwerk, wo die Pfeifen stehen, die mit dem ersten Manual gespielt werden. Der zweite Windkanal führt zum Brustwerk, also zu den Pfeifen, die mit dem zweiten Manual gespielt werden. So, nun ist der Wind fast bei den Pfeifen. Und wie es dann weitergeht, sehen wir im nächsten Teil. Dieses Balkhaus hat keine Fenster. Ist falsch. Nee, das ist ja wieder falsch. Nee, das ist ja wieder falsch. Ich bin ein Organist. Holt mich hier raus. Das war ja schon einigermaßen spektakulär. 1799 war das aber noch viel spektakulärer. Nee, das ist ja wieder falsch. Das war ja schon einigermaßen spektakulär. Nein. Nee, das ist ja wieder falsch. Das heißt, Wind aus den Bälgen verbraucht. Öffnen sich die Rollventile wieder und lassen weiteren Wind in die Bälge strömen. Oh! Tja, Heinz Kuhmann, das ist ein Gretchen-Kompressor aus dem Order to Urgel.